Liebe Bürger, gestern im Landtag war vor allem bei den Dringlichkeitsanträgen die Energiepolitik bei 5 von 6 Anträgen im Mittelpunkt. Der letzte Antrag nehme ich vorweg. Der 6. Antrag ist um Beistand für die Frauen im Iran gegangen. Und zur Überraschung der anderen Parteien, die uns vorher geframed haben, wir würden ja Ausländer hassen, wurde dann durch den Druck und Beiträgen der anderen Parteien, nachdem wir hier differenziert in 2 Redebeiträgen das angesprochen haben, dass wir sehr wohl den Protest der Frauen voll unterstützen, aber nicht in dem Umkehrschluss gleichzeitig einen Abschiebestopp nach dem Iran unterstützen. Genau dieser Passus wurde dann aufgrund der Debatte herausgenommen, sodass die AfD dem Antrag zugestimmt hat, was die anderen natürlich überhaupt nicht passt, wenn die AfD vernünftig auch einen guten Antrag von den anderen Parteien unterstützt. Weil wir sind ja die Aussätzigen. Kommen wir zur Energiepolitik und Inflationspolitik, was auch für die Energie eine Rolle spielt. Im ersten Beitrag wurde von uns, von unserer Kollegin Katrin Ebner-Steiner, die Inflationspolitik aktuell aufs Korn genommen. Hier ist die Ursache natürlich in der enormen Staatsverschuldung, in der Geldmengenauswertung zu suchen und natürlich in der enorm preissteigernden, inflationssteigernden Energiepreisproblematik. Dann ist es um Holz gegangen. Die EU hat eine Einschränkung der Holzheizungen beschlossen. Ein völlig irrer Zustand, dass wir hier Holzheizungen in der EU, also dass man von oben herab sozusagen aufdoktriniert kriegen, immer mit Zwang. Wir sind die Partei der Freiheit. Freiheit heißt Anreize schaffen, aber niemals Zwang ausüben. Wurde übrigens dann aufgrund meiner Zwischenintervention vom Umweltminister mir im persönlichen Gespräch gegenüber korrigiert, dass er jetzt die stillgelegten Kachelöfen, Holzöfen, die einen Reinigungsfilter bräuchten, dass die jetzt für den Winter für ein Jahr in Betrieb genommen werden dürfen. Und da sage ich nur, AfD wirkt auf dem Sektor. Es war meine Zwischenintervention, die mir als Information vom Bezirkskaminkehrermeister zugespielt worden ist, wo den Minister veranlasst hat, dieses Problem aus dem Weg zu räumen im Interesse der Bürger. Natürlich wird es in der Öffentlichkeit anders dargestellt werden. Wir haben dann über Energiesicherheit, Preisstabilität gesprochen und natürlich den Antrag der Grünen, einen Energiesparplan aufzulegen. Die Grünen sind Träumer, die hier Sparpläne, Stellen zur Beratung ausschreiben wollen, anstatt dass die Bürger im Moment eine sofortige Hilfe brauchen. Preisstabilität kam von der CSU. Auch hierzu ist zu sagen, habe ich vorher schon erwähnt in einem anderen Beitrag, die Preisstabilität ist jetzt das A und O und kann nur mit einer massiven Angebotsausweitung aller Energiequellen einigermaßen gelöst werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir weiterhin Gas aus Russland beziehen, nachdem dieser Sanktionismus uns mehr schädigt als wir die Russen. Wir haben dann selber einen Antrag eingereicht gehabt, Blackout-Vorsorge. Hier hat es den Auslöser gegeben, dass es einige Städte und Gemeinden gibt, die auch in den öffentlichen Medien schon bekannt gegeben worden sind. Sie haben Konzepte vorgelegt für die Bürger. Der Gemeinde- und Städtetag sagt, dass nur 26% der Gemeinden vorbereitet sind bisher auf einen möglichen Blackout. Dieser Blackout wurde natürlich von den anderen bestritten. Österreich hat Blackout-Übungen gemacht. Wir wissen, dass sie die Polizei vorbereitet. Sie haben in einem Gespräch uns gegenüber kundgetan, das Polizeipräsidium Südostoberbayern, dass nach 3 Tagen die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr oder gefährdet ist und dass sie dafür da sind, dass nur noch das aufrechterhalten. Also die Polizei bereitet sich vor. Die Telekommunikationsbetreiber haben bekannt gegeben, dass alle Telekommunikationsmasten in Bayern, in Deutschland,
eine halbe Stunde mit einem Notakku laufen, dass man für ganz Deutschland 600 fahrbare Dieselaggregate hätte, was dazu führt oder in der Realität aussagt, dass man sofort das Mobilfunknetz abschreiben können. Manche Kommunen verteilen Flyer und verweisen dann auf eine Mobilfunknummer, die wo ironischerweise dann gar nicht mehr funktioniert. Also es herrscht durchaus Unsicherheit und Chaos. Also unser Antrag war berechtigt, dass wir hier dieses Blackout-Szenario eingefordert haben, dass man hier berichtet darüber, dass man das vernetzt in Bayern, dass man die Kommunen unterstützt in der Angelegenheit. Ich darf nur mal darauf verweisen, was das bedeutet im Moment, die Energiepreisspirale, die wo nach oben geht. Die Süßwarenindustrie hat eine Steigerung der Stromkosten von 250 Millionen auf 2,5 Milliarden. Frankreich hat schon seit März eine Gaspreisbremse. Spanien hat seit 11.05.22 durch eine Änderung des Merit-Order-Systems den Strompreis um die Hälfte gegenüber unserem Preis jetzt halbiert. Es gibt Unternehmer in Spanien, die vor kurzem im Fernsehen aufgetreten sind in einer Sendung, wo gesagt haben, wenn sie die Strompreise so wie in Deutschland hätten, dann würden sie den Schlüssel gleich umdrehen und zusperren. Genauso gibt es ein kurzes Beispiel von einem bayerischen Kartoffelhersteller, der auch hier gesagt hat, die Strompreise sind für ihn exorbitant gestiegen. Wenn er nicht die Rücklagen hätte, könnte er nicht überleben. Selbe gilt übrigens auch für die Gaspreis, die Umlage, die hätte ihn 250.000 Euro gekostet. Das war lange Zeit ein Steckenpferd von Robert Habeck, dem Versagenswirtschaftsminister, dessen Stern jetzt natürlich schon sinkt, was auch richtig ist. Übrigens insgesamt, die Grünen verlieren an Zustimmung, die AfD gewinnt an Zustimmung. Weil wir die Wahrheit sagen, wie es wirklich ausschaut und weil wir die Wahrheit sagen, wie man es lösen könnte. Nur die AfD hat Lösungsvorschläge. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.